Ich bin jetzt erstmal zufrieden. Wir haben, denke ich, gute Einkäufe getan. Natürlich, wenn wir noch was tun können, bin ich zufrieden, bin ich noch mehr zufrieden, sagen wir so. Sie haben ja selber mitgekriegt, auf welchen Baustellen wir arbeiten wollen. Aber wie gesagt, für mich ist wichtig, dass endlich die Arbeit beginnt. Das ist erstmal jetzt mein Thema, dass ich meine Arbeit auf den Platz machen kann. Dass wir schon zwei Spiele haben vor der Saison oder vor der Saisonvorbereitung, ist, denke ich, auch wichtig, damit man auch miteinander arbeiten kann und dann reinkommen kann und gleich am ersten Spieltag dann auch da ist. Weil dann ist es wichtig, dass man gleich am Anfang da ist und dass man nicht gleich der Musik hinterherläuft. Es entwickelt sich immer was, weil durch negative und positive Erfahrungen lernt jeder. Gerade die negativen, die tun immer sehr, sehr weh. Und ich denke, dass wir schon sehr viel erreicht haben und das wird im nächsten Jahr noch besser. Und außerdem haben wir noch mehr Qualität bekommen mit unseren Neuzugängen. Und mit Qualität kann ich auch konstanter werden. Brocke ist ein hervorragender Spieler, natürlich, der ins System passt, der schnell ist, der technisch gut ist, der vom Charakter her vor allen Dingen sehr, sehr gut ist. Aber wie gesagt, ob das jetzt was wird, das müssen wir schauen. Wir haben unser Eisen reingeschmissen. Wenn, dann geht es eher um familiäre Dinge. Und Brocke ist charakterlich einfach top, dass er nicht da pokern will. Da bin ich mir eigentlich sicher, so wie ich ihn kenne. Und der Vorteil ist natürlich, er spricht schon gutes Deutsch.